Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Midnight Club 2. Ich bin der Boost Sidewinder. Hallo. Und in der letzten Folge fahren wir gegen einen Typ namens Angel, was irgendwie nicht ganz so irgendwie richtig sein kann, aber wir haben den Burnout freigeschaltet und ich habe wieder dumme Scheiße gebaut, deswegen, wie eigentlich in jeder Folge. In jeder Folge baue ich mindestens einmal Scheiße und muss neu starten. Das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ich finde das Spiel halt ziemlich schwer. So, wir machen mal weiter und gucken, was der, oh nein, es kommt ja wieder mit seiner überlauten Anlage. Oh, Leute, Ohren zu halten. When you either jump off the line or a little boost to get back up to speed, just hold your handbrake and hit the gas. When you let off the handbrake, you'll take off like a rocket, yo. Damn, this is hella weak. The old man's in town. Hope he doesn't catch wind of this. I'm taking you down, dude. Make sure your brakes are ready to bleed. Burning your tires teaches you how to get good juice off the line. You gotta hold your handbrake and hit the gas. Just focus on the light. When the old bastard turns green, we're on. Jawohl! Boah, ich will auch so ein Ding! Boah, macht der da voll den Juni, ey! Haut der voll den Juni rein! Alter, fliegt mir gleich die Stimme raus! Ja, ich hab grad einen dummen Fehler gemacht, Leute, ich weiß. Was ist hier los? Ich start nochmal neu, Leute. Ich muss mir nochmal den Wheelie von dem Pontiac reinziehen, der war ja voll geil. Voll geil, ey. Ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich bei den ganzen JDM-Typen sage, wenn die da ihre Muscle-Cars-Hate raushauen, halt doch mal die Fresse. Weil das ist einfach geil. Das ist einfach bescheuert und geil, wenn das Muscle-Cars machen, wenn die ihre verfickten Drecks-Wheelies ziehen und einfach alles in den Geraden versemmeln, was geht. Oh Gott, der nimmt Nitro in Deckung, Leute. Oh Gott, der ist schon an mir vorbei. Die Farbe ist nice. Richtig, richtig geil. Was? Da rennt es ja gleich vorbei. Brauchst du nicht mehr? Wir gewinnen im Bestia! Geil! Moses, du kannst aufhören, das Rennen ist vorbei! Diego! Hä, Diego? Nicht Angel? Okay. Friend, the old man is losing his touch. But genetically, I'm the human masterpiece. Marvel at the wonder. Well, at least you got rid of Pops. Ach, da war der Vater von dem! Ach so. Ah, verstehe. Was? Yo, this is Moses. Don't let this driver get you saw. Oh, fuck. All fair. Loser. Du Penner! Irgendwie klingt der Sound von dem Ding kratzig. Ich weiß nicht warum. Fuck! Code 2. Unit 2 Alpha 9 requesting backup. Alter, zieht der eiskalt seine Wheelies, ey. Ist das geil. Ich habe jetzt schon mein Lieblingsauto in dem Spiel gefunden. Und ich muss auch sagen, der ist gar nicht mal so schlecht, der Wagen. Außer das jetzt mit dem Sound, das ist echt eklig. Also... Oh. Leute, aus dem Weg! Mach Wheelies! Oh, scheiße! Hat der nur 4 Gänge? Ich meine, für ein Muscle Car wird's reichen, ne? Aber... Ich will's nur mal wissen. Oh Gott, der kommt wieder mit seinem Honda. Scheiße. Entdeckung! Muscle Car läuft 350! Oh, ich komme ins Rutschen. Wow, ich bin wieder Erster. Alles klar. Hey, der hat eine schöne Hupe.
Oh Gott. Boah! So. Oh, mein Kofferraum ist im Arsch. Wie ist denn der jetzt bitte kaputt gegangen? Scheiße, da vorne ist gleich der Ziel und der Typ kommt in der Nähe. Ja, okay, ich nehme es wieder zurück. Der Typ ist irgendwo anders hingefahren. Hm, nicht nach da. Hier lang. Und gewonnen! Too close? Guck mal, wo du bist. Und wir haben den S2000 auch bekommen. Cool. Alter, dieses Muscle Car ist so geil. Entschuldigung. Das ist echt ein geiles Auto. So, weiter. My car! Man, how am I gonna explain this one away? Time for the trust fund. Some friendly advice, dude. Don't show your face around here again. Oh. Another rookie looking for a title shot. Trying to take what's mine. He might have some juice. But I'm gonna drop some knowledge on this fool. Careful. I got a reputation. Es ist der Checker mit Bart. Jawohl. Der Typ ist cool. Der Lied war geil von dem. Kann ich mein Auto nochmal wechseln? Ich. Fick die Henne. Ich bin weg. Ich würde ganz gern den LX7 nochmal nehmen. Nein, das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich auch noch. Alter, überall diese dämlichen Konzept-Car-Vipers wieder. Okay, meine Dreckreflexe sind gar nicht mal so schlecht. Meine Dreckreflexe. Ach, da ist halt die Klappe. Du solltest lieber an neuen Call of Duty arbeiten. Verstehst du wegen DICE? Keine Ahnung, was die da für einen Scheiß kontrollieren. Warum muss ich jetzt diese... Hä? Quatscht der gerade mit sich selber? Oh, scheiße, DICE! Du Fickgesicht, das hast du mit Absicht gemacht. Der hat mich schon mit Absicht verwirrt, damit ich statt der Unfall baue. Alter, ist er mit sich selber am Quatschen? Oder warum sagt er immer Lucid DICE und, DICE! Du Penner, Alter. Hey, DICE, mach keinen Scheiß. Oh Gott! Nein! Wie sieht denn mein Honda von hinten aus? Mr. Watt, Leute, ist mir eigentlich scheißegal. Oh. Mann, diese Drecksvipers. Weg da mit meiner Pussyhupe! Mein Peugeot hat genau so eine bescheuerte. Ich hasse Windschatten wie Droh. DICE! Du bist ehrlich gesagt gerade die kleinste Sorge, die ich habe. Deine Kollegen sind viel schlimmer als du. Und die Steuerung von dem S2000, die ist viel zu direkt. Schon wieder. Oh Gott! Was war denn das? Mach ich jetzt? Scheiß drauf. Dankeschön, DICE. Du bist ein Wichser. Ich fahr mal hier lang. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Was? Was? Sagt der Typ, der mit der fetten Dodge Viper hier rumgurkt, weißt du? Oh Mann! Eine Strecke. Meine Karre brennt. Hilfe! DICE, rette mich, sonst ende ich wie Niki Lauda. Okay, damit machen wir keine Witze. Ah!
muss die Aufnahme auch ausgerechnet da aufhören, wenn ich in die Kurve reinfahre. Der Redewag von Finishline. Irgendwo ist die Finishline gleich. Okay, ich muss sagen, so schlecht klingt der S2000-Sound gar nicht, aber er klingt nicht nach S2000. Ah, jetzt kommen die Vipers. Ah, wie viel schaffen die Rotzdinger denn auf den Geraden? Oh Gott. Ah, da kommt Dice. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Ich dachte, er führt noch Selbstgespräche. Oh Gott, nein. Nein, nicht schon wieder. Komm, der Sprung hat vorhin nicht geklappt. Ah, haut doch mal ab mit euren scheiß Vipers. Blockieren, blockieren, blockieren. Nein! Wolf! Zieht der Penner mich noch im letzten Moment an. Ab. Boah, Leute, ich wechsle mal eben ganz kurz das Auto. Nehmen wir den mal in Orange. Dreck! Ah, Mann! You are no different than all these other races. All of you will lose. Doch, ich hätte dich fast mit einem viel zu lahmarschigen Auto abgezockt. Dann schnappe ich mich halt mit dem Civic. Der Civic hat nämlich einigermaßen mehr Bums als deine Kiste, Ja, natürlich, als nur Dodge Viper, weißt du, toll. Ein blöder S2000. Ein blöder S2000, da darf ich sagen, weil der S2000 war wirklich scheiße, getunt von denen. Keine Ahnung, was los ist, frag doch mal deine Glatze. Wieso sagt der mir, was ich machen soll? Ist der bescheuert oder was? Da ist für doch lieber Selbstgespräche. Das ist ein viel schöneres, ja. Fuck. Aus dem Weg. Weg da, weg da, weg da, weg da. Dreck. Dreck. Dice hat ein psychisches Problem. Ah, ich komme mit dem Civic schon viel besser hinterher. Upsala, einmal hier runter. Scheiße, das war eine Scheißlandung. Und ich bin weg. Boah, Alter! Habt ihr gesehen, wie der weggeschossen ist? Oh, wow! Ja! War's schon. Das klang jetzt gerade wie ich, wenn ich irgendwie... keine Ahnung, was mache. Oh mein Gott! Fast so gespielt, weißt du? Oh Gott, ein Helikopter. Ich bin nicht Dice. Oh Scheiße. Hi Dice. Mach keinen Scheiß. Ach Gott, warum mache ich denn Scheiß? Boah, ich höre hier überall Vipers, hier fliegt Dice durch die Gegend. Was ist hier eigentlich los? Ich passe die ganze Zeit auf. Was macht das Auto? Fliegt der gleich um die Ohren oder was? Gut für mich, dann kann ich abhauen. Limo. Aus dem Weg. Ich muss ein Rennen fahren gegen den König von Los Angeles.
Ach, Dreck, noch mehr Bullen. Aber wir haben das Rennen gleich so gut wie Ende. Ja, bei dem weiß ich schon eher, wie ich den fahren muss. Da ist schon recht nice. Ich muss aus dem Wasser raus. Und ciao. Leute, er schießt sogar mit Funken um mich rum, so schnell wie ich da jetzt war. Perle, Dice, Salin und Wolf. Wolf, der Spacko, Alter, der hat mich einfach, keine Ahnung, noch überholt, als ich ihn blockieren wollte. Nee, so geht das nicht. Und ob wir Dice in der nächsten Folge schlagen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, ja. Das war gerade eine sehr intelligente Ansage. Ich sollte einen No-Wide-Preis dafür bekommen. Ciao mit Wow.